Johnny, du siehst so süß aus, wenn du schläfst. Er liegt einfach auf seiner Hinterpfote. Und Bella liegt auf der Couch. So eine große Couch für so eine kleine Bella, ja? Süße Miezekatze. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Johnny Hunt und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Ich zeige es euch kurz. Ein Candy Grabber, das ist ein Süßigkeiten-Greifautomat mit so einem Greifarm. Ihr kennt das sicherlich, gibt es auf Rummelplätzen oder was weiß ich. Ich kann euch sogar noch kurz eine Geschichte aus meinem Leben zu so einem Greifautomaten erzählen. Und zwar war ich mal auf Klassenfahrt in Kroatien und meine Eltern hatten mir immer nicht so viel Geld mit auf Klassenfahrt gegeben, weil wir hatten damals auch nicht so viel Geld. Und da stand so ein Automat und ich habe 1 Euro da reingeschmissen, damit gespielt. Natürlich habe ich nichts gewonnen, dann noch 1 Euro und immer so weiter. Und im Endeffekt hatte ich dann 10 Euro in den Automaten gesteckt und nichts da rausgeholt. Und ich glaube, ich hatte nur so 100 Euro für 5 Tage mit. Und das war auf jeden Fall so im Verhältnis gesehen echt viel Geld für mich. Naja, ich würde mal sagen, ich hole das Ding mal aus dem Karton. Das ist ein bisschen groß. Ich hoffe, ich bekomme das hier komplett auf die Kamera drauf. Und dann spielen wir mal eine Runde. Yeah. Da steht der... Ist nochmal eine Folie drum, die werde ich jetzt entfernen mit meinem super geilen Messer. Link zum Messer und zum Grabber ist selbstverständlich wie immer in der Beschreibung. Ja, Freunde, so sieht der Grabber aus. Also es ist alles aus Plastik. Mit dabei sind solche Münzen, die muss man einwerfen, um eine Runde zu spielen. Leider sind keine Batterien dabei, aber da ich mitgedacht habe, habe ich mir hier welche gekauft. Die werde ich jetzt einlegen. Dann werden wir das Ding noch auffüllen. Ich habe mir da auch solche... Kügelchen extra dafür bestellt. Moment, die zeige ich euch hier. Alles mögliche an Spielzeug ist da drin. Und ich würde mal sagen, ich mache das Ding ready und dann geht es los. Der Automat ist aufgefüllt. Da kommen übrigens 3 von diesen D-Batterien rein. Und ich würde mal sagen, ich habe gerade schon eine Runde gespielt, also ich habe mal ausprobiert, wie das funktioniert, damit ich hier nicht gleich Ewigkeiten rumdrücke und nichts hinbekomme. Ich würde sagen, wir schmeißen die Münze rein und fangen an zu spielen. Das Ding macht ganz schön ordentlich Krach, also erschreckt euch gleich nicht. Ups, jetzt habe ich die daneben geworfen. So, auf geht's. Ich würde mal sagen, ich versuche da dieses braune Band oder was das auch immer ist, rauszuholen. So, jetzt runterlassen und jetzt wieder hochlassen. Oh, das hat nicht ganz geklappt, noch ein Versuch. Und der Greifarm ging nicht auf. Was soll das? Jetzt. Jetzt, komm. Jawohl. Jetzt nach links. Jetzt müssen wir das nur noch sicher rauskriegen. Das sieht auch gut aus. Und Freunde, ich habe es geschafft. Jetzt muss ich den nur runterlassen. Yeah! Und da rastet der Automat völlig aus. Habt ihr das gehört? Der hat mich gefeiert. So, was ist das? Ich hole es mal raus. Das ist einfach nur... das ist ein Armband. Aber... Ja, passt mir sogar. Aber ich will es jetzt nicht anziehen, denn ich werde das einfach wieder reinmachen. Denn meine Nichte wird sicherlich sehr viel Spaß an diesem Automaten haben. Deswegen verpacke ich das Ding wieder da rein. Und ich würde sagen, wir spielen einfach noch eine Runde. Münze rein. Oh, die Münze hier hat einen Fehler. Das mache ich mal hier ab. Jo. Münze rein. Und lasst uns loslegen. So, ich versuche jetzt mal, da liegt die eine Billardkugel, die versuche ich jetzt mal zu holen. Und runter. Und jetzt wieder hoch. Oh, die konnte er nicht greifen. Noch ein Versuch. Okay, die liegt anscheinend zu fest da drin, das wird nichts. Deswegen probieren wir es mal woanders. Ich lasse den mal da runter. Und wieder hoch. Okay. Ich glaube, das wird nichts. Um die Musik anzuhalten, könnt ihr einfach hier reingreifen, denn dann geht der Sensor aus. Und ich würde mal sagen, ich hole jetzt mal ein paar Dinge raus, denn dadurch, dass es so viele sind, kann er gar nicht richtig greifen. Und dann schauen wir mal weiter. So, ich habe den mal ein bisschen leer gemacht und ich würde sagen, wir probieren das nochmal aus. Münze rein und ab geht die Post. Also ich glaube, wenn ich das den ganzen Tag machen würde,
dann würde ich einfach sterben wegen der Musik, ey. Die ist schon ein bisschen nervig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das für Kinder sehr interessant ist. Oh je, ich glaube, das wird nichts, aber wir probieren es mal. Ne, nochmal hoch. Und jetzt nochmal runter. Und das sieht auch gut aus. Hoch. Jawohl, da habe ich wieder was drin. So. Ich werde ihn jetzt noch nicht rauslassen. Ihr werdet gleich sehen, wenn man halt ein bisschen länger braucht, um das rauszuholen, dann wird die Musik anders. Das hört ihr gleich. Jetzt hört ihr es. Jetzt ist es schon richtig aggressiv. Also der will euch damit signalisieren, ihr müsst euch beeilen, sonst ist die Zeit rum, ne? Ja, ihr habt's gehört, dieser Ton kommt, wenn ihr einfach zu lange wartet und nichts rausbekommt, und dann kann man auch nicht mehr weiterspielen. Zur Steuerung ist es ganz einfach, also wie gesagt, ihr schmeißt da die Münze rein, hier könnt ihr vor, zurück, hier zur Seite, und damit geht ihr hoch und runter. Ganz simpel. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. So, jetzt probiere ich den Greifarm mal da einfach in die Menge runterzulassen und mal schauen, wie er damit klarkommt. Jetzt liegt auf jeden Fall nichts mehr doppelt. Und ich denke mal, das sollte auf jeden Fall klappen. Jawohl, da haben wir jetzt die Billardkugel. So, bam! Ja, das ist ein Schlüsselanhänger, eine Billardkugel, eine... Ich weiß jetzt, ich glaube, das ist die 9 oder ist das die 6? Ich glaube, das ist doch die 6. Naja, wie auch immer. Gut, Freunde, wie ihr gesehen habt, dürft ihr den Automaten nicht überfüllen, denn wenn die Kugeln übereinander liegen, kann er nicht mehr so gut greifen. Deswegen kann ich euch empfehlen, den nicht so allzu voll zu machen. Auf jeden Fall, ich bin 24 Jahre alt und mir hat das Spaß gemacht. Also in einem kleinen Kind wird das auf jeden Fall, denke ich mal, richtig viel Spaß machen. Ich werde mal meine Nichte dem nicht spielen lassen. Die ist, hoppla. Die ist 4 Jahre alt und ich glaube, die wird gar nicht mehr aufhören wollen, damit zu spielen. Ansonsten, wie gesagt, Link dazu ist in der Beschreibung und zu den Kugeln auch. Ihr könnt auch alles Mögliche reinfüllen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn man da so Gummibärchentüten, diese kleinen, reinfüllt, dass es auch funktioniert. Aber das kann ich ja nochmal in einem anderen Video ausprobieren. Gut, Freunde, ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert den Kanal und morgen habt ihr schulfrei. Hab euch lieb. Euer Johnny Hahn, das mit dem Schulfrei war natürlich nur ein Witz.